Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturradio Hörbahn. Rezension. Arndt Stroscher mit einer Buch- und Hörbuchvorstellung zu Der Bücherdrache von Walter Moers. Erschienen im Penguin Verlag und bei der Hörverlag. Gerade erst habe ich mich von dem Schock erholt, dass es gar kein Weihnachten in der Lindwurmfeste gibt. Es ist erst einige Wochen her, seit mir der wohl populärste Lindwurm Zamoniens, Hildegunst von Mythenmetz, der eigentliche und wahre Autor der meisten Geschichten dieses fantastischen Kontinents, alle Drachenzähne gezogen hat und frei heraus erklärte, es handle sich bei diesen Weihnachtsritualen lediglich um zufällige Ähnlichkeiten mit den uns bekannten Festtagsabläufen. Nur knapp war ich der Gefahr entronnen, einen Bücherräumaus zu veranstalten, weil das ja eine so schöne zamonische Tradition sei. Alles beim Alten. Alle Bücher und Hörbücher sind noch da, ganz besonders diejenigen von Walter Moers. Zamonien. Sehnsuchtsort und fantastischer Mahlstrom der Legenden und Sagen. Nie in Vergessenheit geraten und allzeit omnipräsent. So allgegenwärtig, dass es allein schon ausreicht, das Gerücht von der Existenz eines belesenen Lindwurms in die Welt zu setzen, um die Buchlinge im Gefolge des Meisterautors in Aufregung zu versetzen. Was sich in den letzten Jahren wie ein leichtes zamonisches Geplänkel anfühlte und in allen Lesern große Zweifel säte, ob es nach dem Labyrinth der träumenden Bücher mit großen und wahrhaftigen Geschichten des zamonischen Epos weitergehen würde, mündete nun in eine unglaubliche Erwartungshaltung. Der Bücherdrache warf einen Schlagschatten auf die Literaturlandschaft, der ausreichte, die Lindwurmfeste in ihren Grundfesten zu erschüttern. Aus der Feder von Walter Moers, von ihm selbst illustriert und in der guten Tradition der Mythenmetzschen Erzählungen sollte es weitergehen. Der Bücherdrache. Endlich. Zamonien in Reinstform, wo uns Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahl nur rudimentär an den fantastischen Kontinent und seine Geschichten erinnern konnte und Weihnachten in der Lindwurmfeste schon eher ein Fest für Buchlinge war, legt Walter Moers nun wieder richtig los. Immer noch nicht im erhofften Volumen einer echten labyrinthischen Fortsetzung, aber mit der Geschichte über ein legendäres Geschöpf, dessen Existenz wir nicht bezweifelt haben. Allein es fehlte der Beweis. Hier halte ich ihn nun in Händen. Ein Buch, das sich in die Zamoniensammlung einfügt wie ein fehlendes Puzzlesteinchen. Großformatig und in jeder Hinsicht reichhaltig illustriert, nach der Druckerschwärze aus der ledernen Grotte riechend und in seiner Haptik an einen Folianten aus der Bibliothek von Buchheim nur allzu intensiv erinnernd. Das Herz eines jeden Buchlings macht einen Freudenhüpfer. Und dann die Geschichte. Diese Geschichte. Ach, einfach zum Dahinschmelzen. Es ist ja vielleicht nur ein Traum, in den wir mit Hildegund von Mythenmetz fallen. Es ist vielleicht gar nicht wahr, was er uns erzählt, aber, Ungläubige mögen zweifeln. Wahre Zamonienanhänger wissen, dass ihnen hier der Missing Link zum Ormsumpf in die Hände gelegt wird, jenem Sumpf, der seit jeher als die Brutstätte der Inspiration zu sehen ist, ein geheimnisvoller Sumpf, der in Gedichten besungen wird und in dem das Orm entsteht. Jene Energie, die ihrem Besitzer literarisches Genie verleiht, hier kommt das wahre Gold Zamoniens zur Welt. Ein literarischer Schatz. Und hier soll er leben, der Bücherdrache. Kleine Kostprobe der Hörbuchfassung mit der Stimme von Andreas Fröhlich gefällig? Bitte gern. In bösen, dunklen, kalten Tümpeln
wo alte Bücher Orm gebären, die tief in toten Sümpfen dümpeln, wo Bücherwürmer sich vermehren, wo alle Fragen Antwort finden, doch niemand seine Frage kennt. Dort soll sich jener Dämon winden, den man den Bücherdrachen nennt. Traum hin, Traum her. Ich nehme diese Erzählung für bare Münze. Hildegunst wird lesend von einem Buch eingesaugt. Das passiert schließlich jedem von uns. Tiefer und tiefer fällt er in den Abgrund in und zwischen den Seiten, bis er schließlich dem kleinen Buchling Hildegunst II begegnet. Diese Begegnung mit seinem alter Ego setzt die Geschichte in Gang, der sich weder Hildegunst noch wir uns entziehen können. Er hat viel zu erzählen, der Miniaturbuchling, wahrhaft Bahnbrechendes. Er ist ihm begegnet und noch mehr. Er hat den Bücherdrachen nicht nur aufgespürt und ihn einäugig und eigenäugig gesehen, sondern hat sich sogar mit dem Fabelwesen unterhalten. Hier ist doch der Beweis für seine Existenz. Es gibt ihn, den Drachen im Ormsumpf, der nicht lesen kann oder muss. Es reicht ihm schon, sich im Schlamm verrottender Bücher zu wälzen, und schon greift das Orm nach ihm, inspiriert ihn und macht ihn so klug wie die große Bibliothek von Zamonien. Die Geschichte von Hildegunst II gehört zweifelsfrei zu den magischsten aus dem Zamonien-Zyklus. Er erzählt vom Ursprung seiner Suche, den 6 Klassikern, die ihn verleiten, in die Tiefe hinabzusteigen, seiner ersten Begegnung mit dem Drachen und der Unterhaltung, auf die sich dieses lebendige Mysterium einlässt. Buchmagie und Literaturfaszination machen sich breit. Der Sumpf erwacht zum Leben und der Buchling Hildegunst II wird zum einzigen Wesen, das in die Geheimnisse des Bücherdrachen eingeweiht wird. Sehr spät erkennt unser Buchling, dass er auf einmal zu viel weiß. Viel zu spät geht ihm das eine Auge auf. Rette sich, wer kann, heißt es nun. Eine wilde Hatz durch den Ormsumpf beginnt, an dessen Ende nicht das Ende der Geschichte wartet. Ihr trefft auf Bücherwürmer, helft dabei, dem Bücherdrachen seine Buchschuppen zu stehlen und spürt die inspirierende Macht des Orm. Ihr werdet zu Zeugen des einzigen Ormrakels, das die Welt je sah, und verirrt euch im Geflecht aus Wahrheit, Lügen und Spekulation. Und nicht zuletzt erkennt ihr euch im Bücherdrachen wieder, der nur aus Liebe zur Literatur existiert. Wer würde sich da nicht gerne im Ormsumpf suhlen? Eine grandiose Geschichte, die in allerletzter zamonischer Tradition zu begeistern weiß. Im Hörbuch ist es erneut Andreas Fröhlich, mein stimmlicher Zamonienmeister, der alle Charaktere zum Leben erweckt. Seine Interpretation des Bücherdrachen, der nur in der Erzählung des kleinen Buchlings zu Wort kommt, ist magisch. Was die Illustrationen für das Buch sind, ist die Stimmfarbe dieses Wortkünstlers für das Hörbuch. Ich begegnete ihm auf der Leipziger Buchmesse, ein Gespräch, das noch lange nachwirkt, weil ich in diesem Moment mit allen Stimmen Zamoniens sprach. Und nicht nur mit diesen. Ja, es ist vielleicht nur ein Traum, den wir hier erlesen und erhören dürfen. Einer zeitlichen Einordnung in den Zamonienzyklus entzieht sich dieses Buch jedenfalls mit diesem erzählerischen Trick. Da hat der gute Herr Moers sehr viel Orm getankt, als er diese Geschichte zu Papier brachte. Eigentlich müsste sie nach dem Labyrinth spielen, eigentlich müsste sie schon im Schloss der träumenden Bücher spielen, in jenem Buch, auf das wir schon so lange warten und dessen Erscheinen schon oft verschoben wurde. Ich mag nicht spekulieren. Dafür lässt der Bücherdrache auch keinen Raum. Ich nehme es, wie es kommt. Möge der Autor im Ormvollbart liegen und das Schloss vor seinem geistigen Auge entstehen lassen. Möge er Kraft und Inspiration schöpfen, um uns bald in die große Fortsetzung zu geleiten. Und bis dahin? Stillschweigt der Sumpf? In Geduld üben? Oh nein, nein, nein.
Da kennt ihr Walter Mörs schlecht. Am Ende des Bücherdrachen findet sich im Buch eine nicht angekündigte illustrierte Leseprobe. Es geht bald weiter. Und das noch, bevor wir uns dem Schloss nähern dürfen. Und wie es weitergeht. Die Insel der 1000 Leuchttürme heißt der klangvolle Titel. Es geht nach Eidernorn. Und wir dürfen erneut Hildegunst von Mythenmetz folgen, der sich nach dem Traum vom Ormsumpf und dem Bücherdrachen einfach nur erholen möchte. Leuchtturm lesen. Was könnte besser in mein Portfolio passen? Leuchttürme sind meine ganz persönlichen Sehnsuchtsorte in der Literatur und meine kleine literarische Sternwarte ist voller magischer Geschichten, in denen sie eine Rolle spielen. Und nun kommen 1000 weitere Leuchttürme hinzu. Leser, Hörer, Herz, was willst du mehr? Folgen Sie doch einfach dem Link unter diesem Podcast. Entdecken Sie den Bücherdrachen und mein Zamonien. Finden Sie weitere Leuchtturmbücher, die uns wie Lichtsignale in dunkler Nacht in den sicheren Lesehafen geleiten. Und entdecken Sie die Sprachwunderwelt von Andreas Fröhlich. Das war die kleine literarische Sternwarte mit einer Buch- und Hörbuchvorstellung zu Der Bücherdrache von Walter Mörs, erschienen im Penguin Verlag und bei der Hörverlag. Lesen hören Sie gut.